Sie ist zurück. Coburgs Nacht der Kontraste oder auch Coburgs schönste Nacht. Noch bevor die Besucher am Abend in den Genuss kommen, eröffnet die Landesstiftung Coburg im Sitzungssaal der Ehrenburg die 16. Museumsnacht. Nach zwei Corona-bedingten Unterbrechungen in den Vorjahren ist diese 2022 etwas anders als sonst. In etwas verkleinerten Rahmen, weil wir Anfang des Jahres noch nicht wussten, wie sich das Pandemiegeschehen mit seinen Auflagen auswirken wird. Deswegen eine große Nummer aufzufahren und die dann wieder rückgängig zu machen, das Risiko war uns zu groß. Und deswegen haben wir gesagt, back to the roots. Wir haben klein angefangen und wir machen jetzt diesmal einen Zwischenstopp und hoffen, dass es dann im nächsten Jahr wieder zu einer größeren Neuauflage kommen wird. An 7 Standorten tummeln sich die Highlights der diesjährigen Museumsnacht. Von der Ehrenburg über das Naturkundemuseum bis zur Feste Coburg bekommen die Besucher kostenlos einzigartige Kunstwerke zu sehen, die größtenteils mit Glas zu tun haben. Aus gutem Grund. Dieses Jahr steht die Coburger Museumsnacht unter dem Motto die gläserne Nacht. Warum? Ganz einfach, weil wir in diesem Jahr den internationalen Glaspreis in Coburg vergeben, wo sich wirklich das Haute Volée von den Glaskünstlern Europas hier treffen und getroffen haben. Und heute haben die Besucher die Möglichkeit, diese Exponate zu sehen. Und die haben es in sich. Die Kunstsammlungen der Feste Coburg präsentieren faszinierende Werke von internationalen Künstlern. Dass Gläser nicht nur schön aussehen, sondern auch funktionell sind, beweist beispielsweise das Musiktrio Pura Crema mit ihren Glasinstrumenten im historischen Westpavillon. Zurück auf der Feste staunen Schaulustige über das Live-Handwerk eines Glasbläsers. Doch nicht nur darüber zeigen sich die Besucher erfreut. Wie jedes Jahr ist die Museumsnacht ein großartiges Erlebnis und wir kommen eigentlich schon immer, seit sie existiert. Ich war heute das erste Mal hier in Coburg auf der Nacht und mit meiner Freundin. Und das ist einfach wirklich schön und dann, ich lasse mich einfach von allem überraschen. Also mir gefällt es sehr gut, vor allen Dingen, weil wir halt auch unseren Kleinen was bieten können, dass er was erlebt, weil jetzt waren wir 2 Jahre zu Hause nur eingesperrt und es sieht halt alles schön aus und wenn es dunkel wird, wollen wir ihm was zeigen. Interessant alles. Also ich bin zum ersten Mal jetzt hier, ich finde es echt super. Also ich finde es schön. Ist alles sehr interessant und halt einfach schön anzuschauen. Am Ende zählen die Organisatoren über 6000 Besucher. Die Mischung aus Licht, Kunst, Kultur und Musik stellt das Publikum auch nach 2-jähriger Abstinenz zufrieden.